Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Janina liest. Der Januar beginnt, das neue Jahr beginnt, 2023 ist im Anmarsch. Und was gibt es Klassischeres, als sich zu Beginn des neuen Jahres neue Vorsätze vorzunehmen? Hier entsprechend diesem Kanal geht es natürlich nicht um so allgemeine Dinge wie ich möchte mehr Sport machen oder weniger Süßigkeiten essen, sondern ich habe mir Vorsätze vorgenommen, die sich speziell rund ums Thema Buch und Lesen drehen. Und damit ihr mich am Ende des Jahres darauf festnageln könnt, wollte ich die gerne hier in diesem Video vorstellen. Und ja, dann schauen wir am Ende des Jahres 2023 einfach mal, was ich davon umsetzen konnte und was vielleicht auch nicht. Genau, also grundsätzlich Dauerthema in den letzten Jahren ist bei mir eigentlich immer den Sub abzubauen, also den Stapel ungelesener Bücher zu verringern. Das hat in den letzten Jahren gefühlt eigentlich nie funktioniert und ich weiß gar nicht, wie hoch mein Sub mittlerweile ist. Auch dazu wird es aber noch ein Video zu Beginn des neuen Jahres geben, wo ich nochmal aufschlüsse, wie viele Bücher habe ich gerade auf dem Sub, was davon sind Hörbücher, was davon sind E-Books und was sind gedruckte Bücher, die ich hier im Regal stehen habe. Das kommt aber noch in einem anderen Video, weil das braucht einfach eine kleine Vorbereitungszeit, das so auseinander zu differenzieren. Also ich habe ungefähr im Kopf, wie viele Bücher ich ungelesen habe, aber nicht genau, was ich davon als Hörbuch habe und was davon vielleicht auch als E-Book. Genau, dazu aber in einem anderen Video mehr. Grundsätzlich möchte ich auch im Jahre 2023 versuchen, 120 Bücher zu lesen. Das hatte ich mir für dieses Jahr, also 2022, schon vorgenommen. Und ja, ich fürchte, ich scheitere ganz knapp. Wir haben heute den 18. oder 19. Dezember, nee, ist der 18. Dezember heute, das ist Sonntag, der 4. Advent. Und ich stehe jetzt knapp bei 112 Büchern. Da ich aber weiß, was rund um Weihnachten auch immer so los ist und ich erfahrungsgemäß in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich da immer eher weniger zum Lesen komme, wird das wahrscheinlich nicht mehr ganz hinhauen. Aber dann ist Ziel für 2023, das Ganze einfach nochmal anzunehmen. Und ich muss sagen, ich hatte in diesem Jahr auch relativ schlechte Lesephasen, möchte ich sagen, die auch mit dem Privatleben ein Stück weit zusammenhingen, sodass es Phasen gab, wo ich einfach gefühlt gar nicht gelesen habe, dann aber auch Monate dabei waren, wo ich zum Beispiel Urlaub hatte, wo ich sehr, sehr viel gelesen und auch viel Hörbuch gehört habe. Also grundsätzlich glaube ich, dass diese 120 Bücher schon gut zu schaffen sind. Es sind circa 10 Bücher im Monat. Ich habe, wie gesagt, jetzt im Durchschnitt dieses Jahr, glaube ich, immer so zwischen 7 und 8 Bücher gelesen. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir das in 2023 auf jeden Fall hinbekommen, insgesamt 120 Bücher zu lesen. Ich mache das immer über diese Goodreads Challenge. Da kann man sich ja im Prinzip das Jahresziel eingeben und immer, wenn man ein Buch dort als gelesen markiert hat, dann zählt das quasi für die Challenge dort und dann wird einem angezeigt. Ist man gerade gut dabei? Hinkt man zurück? Hat man vielleicht schon mehr Bücher gelesen, als man braucht? Und das finde ich eigentlich immer ganz gelungen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne adden auf Goodreads. Ich heiße da Janina FG, alles zusammengeschrieben. Ich blende euch das auch hier unten einfach mal ein. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen. Ich schaffe es meistens nicht, meine Bücher-Updates da immer haargenau wieder zu spiegeln. Das heißt, nicht immer, wenn ich, was weiß ich, 100 Seiten gelesen habe, trage ich das dort direkt ein. Sondern meistens erst dann, wenn ich das Buch beendet habe. Aber dann seht ihr zumindest so im Verlauf des Jahres, wie läuft meine Challenge, was habe ich zuletzt gelesen. Das könnt ihr da auch ganz gut mitverfolgen. Also addet mich dort gern, wenn ihr mögt. Mit den 120 Büchern einhergehend ist natürlich, dass sich der Sub bestenfalls um diese 120 Bücher reduzieren sollte. Dass das nicht komplett hinhauen wird, ist mir relativ klar, weil ich mir kein Verbot auferlegen möchte, keine Bücher zu kaufen. Weil ich weiß, dass wenn man bei mir mit Verboten irgendwie arbeitet, dass es dann genau in eine gegenteilige Richtung geht. Und ich denke, jetzt kaufe ich erst recht alles, ist mir egal mit dem Verbot. Dementsprechend möchte ich das so nicht handhaben, sondern einfach gucken, ob ich entweder mit einer gewissen Anzahl an Büchern arbeite, die ich mir kaufe, oder ob ich eventuell mit einem Budget arbeite. Also, dass ich sage, für Summe X kann ich mir diesen Monat Bücher kaufen und danach ist Schluss, sage ich mal. Das müsste dann natürlich relativ gering sein, damit es weniger als 10 Bücher sind. Also,
Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es handhaben möchte. Das muss ich vielleicht auch so ein bisschen einpendeln. Grundsätzlich ist natürlich Sinn des Abbaus, mehr Bücher zu lesen als zu kaufen. Ähnlich wie ein Diätprinzip, wenn man weniger Kalorien isst, als man braucht, nimmt man ab. Sprich, wie das Äquivalent zum Buch, wenn ich mehr lese, als ich kaufe oder als hier neu einzieht, dann baue ich den Sub natürlich ab. Und das ist definitiv das Ziel, weil das Ganze in den letzten Jahren schon übermäßig viel geworden ist. Ich fühle mich jetzt nicht schlecht damit, irgendwie einen Sub zu haben, das auf gar keinen Fall. Ich freue mich, dass ich eine große Auswahl an Büchern habe, dass ich viele Regale hier und vor mir und neben mir habe, wo einfach Bücher drinstehen, unabhängig ob gelesen oder nicht. Ich finde, das macht auch einfach eine schöne Raumatmosphäre. Aber Ziel ist es natürlich schon auch, diesen Büchern nach und nach irgendwie habhaft zu werden und mir einfach die Geschichten auch zu Gemüte zu führen, weil aus irgendeinem Grund habe ich diese Bücher ja auch alle gekauft. Dementsprechend ja, möchte ich die natürlich auch alle mir irgendwie zu Gemüte führen. Mir wurde schon sehr, sehr oft gesagt, immer wenn es darum geht, wie hoch ist ein Stapel ungelesener Bücher, dann ja, sagen mir viele Leute, ja, du musst doch mal Bücher aussortieren, du kannst sie doch eh nicht alle lesen. Da tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Ich tue mich schwer damit, ungelesene Bücher auszusortieren. Also grundsätzlich mit Aussortieren von Dingen allgemein habe ich kein Problem und auch nicht damit, Bücher auszusortieren, solange sie gelesen sind. Das heißt, auch bei dieser hohen, hohen Anzahl an Büchern, die ich hier ungelesen stehen habe, werde ich trotzdem vermutlich nicht aussortieren, weil ja, ich nur mein Geld für diese Bücher auch ausgegeben habe und ich schon zumindest gucken möchte, gefällt mir das Buch und zumindest reinlesen möchte und vermutlich auch beenden möchte, weil ich auch sehr, sehr ungern Bücher abbreche. Genau, sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen. Also Subabbau ist ein großes Ziel für 2023. Genauso ist ein Vorsatz rein, angefangener rein, ja, so zeitnah wie möglich zu beenden, sag ich mal. Also auch das ist ein Thema, was über die letzten Jahre immer mehr geworden ist, dass ich einfach rein anfange, dann den ersten Teil nur lese, vielleicht den ersten und den zweiten, aber es gibt noch zwei oder so und ich dadurch eine hohe Anzahl an angefangenen Reihen hier einfach stehen habe. Das finde ich auch sehr, sehr schade, sodass ich jetzt, und das hat in diesem Jahr eigentlich recht gut geklappt, würde ich sagen, versuchen möchte, dass sobald ich ein Buch von einer Reihe quasi lese, ich dann eben die ganze Reihe lese. Das würde wiederum auch bedeuten, wenn ich jetzt nur den ersten Teil hier habe, dass ich mir dann trotzdem gerne die weiteren Bände der Reihe nach und nach kaufen möchte, um die dann auch zu beenden. Jetzt ist es aktuell auch so, oder es war in den letzten Monaten und in diesem Jahr so, wenn ich jetzt ein Band 1 angefangen habe und ich aber wusste, Band 2 und 3 sind noch nicht erschienen, dass ich mir die dann vorbestellt habe, damit ich weiß, okay, die Bücher kommen direkt bei mir an, wenn sie erscheinen, ich kann sie direkt lesen. Sodass ich nicht wieder diese zig angefangenen Reihen hier anhäufe. Das stört mich tatsächlich ein bisschen, weil ich oft schon merke, wenn so viel Zeit dazwischen liegt, dann habe ich einfach vergessen, was vorher passiert ist. Ich komme nicht mehr so gut rein in die Bücher, egal ob mir die Reihe gut gefallen hat. Das ist dann einfach schwierig, da wieder den Faden zu finden, sage ich mal, gerade wenn es zusammenhängende Reihen sind und ich eigentlich dann die ersten Bände nochmal lesen müsste. Sag ich mal, um halt der Reihe gut folgen zu können. Das habe ich zum Teil dieses Jahr auch gemacht, also dann einfach rein, beziehungsweise nicht gelesen, dann meistens als Hörbuch gehört, das war dann auch okay. Aber Ziel ist es definitiv oder Vorsatz für 2023, die Reihen dann einfach schnellstmöglich wegzulesen und dann nicht so viele offene Reihen zu haben. Ähnlich geht es mir mit neu gekauften Büchern. Generell soll sich die Zahl der neu gekauften Bücher natürlich ein Stück weit beschränken und begrenzen. Und ich meine, ich hatte jetzt dieses Jahr schon auch teilweise echt Eskalationskäufe hier und auch sehr, sehr viele E-Books sind eingezogen. Das ist schön, aber es sollen einfach weniger werden. Und die Bücher, die dann bei mir einziehen werden, und ich weiß, dass sicher Bücher einziehen werden, zum einen, weil ich sie schon vorbestellt habe und weil ich gewisse Bücher mir auch einfach kaufen möchte, dass ich die dann aber auch wirklich zeitnah, irgendwie spätestens im nächsten Monat dann auch lese, weil das Problem auch einfach ist,
dass ich Bücher kaufe, die ich dann unfassbar gerne haben wollte und die dann aber nicht lese. Das heißt, die stehen dann hier im Regal verstauben und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich habe ja nun mal Geld dafür ausgegeben. Ich wollte sie unbedingt haben, habe sie mir direkt gekauft oder habe es vorbestellt und dann versauern sie hier so ein bisschen in meinen Regalen. Deswegen möchte ich gerne versuchen, die Bücher, die ich mir kaufe oder ich vorbestellt habe, dass ich die dann einfach direkt, ja, wie gesagt, ich denke, immer direkt das zu lesen wird schwierig, weil man hat vielleicht was angefangen oder so. Aber dann vielleicht spätestens im nächsten Monat zu sagen, okay, die Bücher lese ich dann jetzt. Genau, jetzt muss ich mal gerade auf meinen schlauen Zettel gucken. Was ich mir auf jeden Fall auch noch vornehmen möchte, ist mir mehr bewusste Lesenzeiten in meinen Alltag einzubauen. Das war jetzt zuletzt sehr, sehr schwierig, weil ich oft sehr, sehr müde und sehr erschöpft war, bin zu Hause. Das wird sich hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres auch ändern, also im Jahr 2023, sodass ich mir schon vornehme, mindestens 30 Minuten am Tag effektiv zu lesen. Mit effektiv meine ich, dann läuft kein Fernseher und nichts anderes nebenbei, sondern wirklich einfach mich 30 Minuten irgendwo hinzusetzen, hinzulegen, wo auch immer, und mindestens diese 30 Minuten zu lesen, weil ich mir denke, 30 Minuten ist nicht viel. Und wenn ich mir dann überlege, ich gucke irgendwie eine Netflix-Serie und eine Folge geht auch eine halbe Stunde, ja, in der Zeit hätte ich auch lesen können und hätte auch ordentlich was geschafft. Um das tatsächlich auch einigermaßen im Blick zu haben, habe ich mir vor einiger Zeit bei Thalia im Buchhandel hier so eine Sanduhr gekauft. Das ist im Prinzip, also wenn es einmal von einem Glas ins andere Glas läuft, sind es genau 30 Minuten. Das heißt, ich kann, die ist ein bisschen verstaubt. Das heißt, ich kann aber sehr, sehr gut nachverfolgen, wie lange ich dann tatsächlich lese. Das heißt, die wird dann ab 2023 täglich zum Einsatz kommen. Ich werde die dann laufen lassen, dann weiß ich, okay, das ist eine halbe Stunde. Und wenn das abgelaufen ist, ja, ist die halbe Stunde vorbei und dann kann ich gucken, wie viel habe ich geschafft, möchte ich noch weiterlesen, habe ich vielleicht was anderes noch zu tun. Aber die habe ich mir, wie gesagt, vorsorglich auch schon dafür quasi gekauft. Das waren im Prinzip meine Lesevorsätze fürs Jahr 2023. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch Leseziele, Lesevorsätze vornehmt, welches vielleicht fürs Jahr 2023 sind, ob ihr vielleicht euch auch in anderen Bereichen des Lebens Vorsätze nehmt. Doch ich habe so ein paar Sachen in anderen Bereichen, die ich mir noch vornehmen möchte fürs neue Jahr. Und ja, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was es bei euch ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!